So, ist schon angeteasert, Lampenladen im Dunkeln. So, was könnte man sich jetzt bitte darunter vorstellen? Ist eben schon letztes Jahrhundert angesprochen worden. Es könnte der Palast der Republik gemeint sein, nämlich Erichs Lampenladen. Warum? Weil hier unglaublich viele Glühbirnen im Foyer ständig Tag und Nacht geleuchtet haben und deswegen war er verschrien als Lampenladen. Ist vielleicht bekannt, aber nein, darum geht es nicht. Es geht auch nicht um den ganz klassischen, ja, um das ganz klassische Geschäft, wo man Leuchtmittel erwerben kann. Nein, es geht um das Beladen von Elektrofahrzeugen an Straßenlaternen. Da sind sie. Ne? Also wäre man jetzt nicht so einfach drauf gekommen, glaube ich. So, wir haben es schon angeteasert. Ich habe mich schon ein bisschen mit Elektromobilität beschäftigt. Es ist mein Herzensanliegen und das ist aber nicht nur mein Herzensanliegen, sondern es betrifft uns alle perspektivisch. Warum? Gucken wir uns mal das Kraftfahrtbundesamt an. Die geben jedes Jahr neue Zahlen über die Anzahl an Elektrofahrzeugen auf dem Markt bekannt. Rein elektrisch batteriebetriebene hier. Man sieht, der Pfeil geht nach oben. Die Politik, die gibt unglaublich viel Förderung mit dazu für Ladesäulenaufbau, für den Kauf überhaupt von Elektrofahrzeugen. Also es betrifft uns irgendwie alle. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass das Ganze auch Auswirkungen hat. Nicht nur auf den Geldbeutel, nein, es geht auch um das Stromnetz. Das kennen Sie vielleicht, das ist ein sogenanntes Standardlastprofil, so nennen es jedenfalls die Experten. Das ist eigentlich der ungefähre Verbrauch eines Haushalts so durchschnittlich über einen Tag hinweg. Ja, morgens ein bisschen, mittags ein bisschen und abends ein bisschen mehr, wenn man einen Tatort guckt und die Pizza in den Ofen schiebt. Also, kennen wir. Jetzt kommt dazu ein neuer Netznutzer, so nennen wir das jedenfalls. Netznutzer wäre insofern die Elektromobilität. Warum ist der neu? Wir fahren doch alle schon irgendwie ein Fahrzeug, weil der Benziner hat ja irgendwie gar keine Auswirkungen auf das Stromnetz. Der hat Auswirkungen auf den Tank in der Tankstelle, aber nicht wirklich auf das Stromnetz. Deswegen, Elektromobilität ist ein neuer Netznutzer und wenn wir das nicht sinnvoll integrieren, dann könnte das zum Beispiel passieren, dass hinten drauf so ein Peak oben drauf kommt, weil es einfach eine sehr hohe Leistung ist. Jetzt sage ich hohe Leistung. Was ist jetzt hoch? Ja, ist jetzt nicht sehr präzise. Deswegen habe ich mal ein kleines Bildchen mitgebracht. Wenn man von einem Normalladevorgang oder ja, von einer Ladeleistung von 22 kW, also 22.000 Watt spricht, das ist jetzt schon ein gehobenes Laden, ja, für die Experten, aber damit könnte man 4.400 Smartphones gleichzeitig laden. Das ist schon mal eine gewisse Hausnummer. Aber da haben wir durchaus eine Lösung und jetzt möchte ich einfach mal ein Live-Experiment mit Ihnen starten und kurzes Szenario, wir haben Tag, merken Sie es einfach ganz kurz, so, ist ja das Bild noch dran. Wir haben hier einen ganz klassischen handelsüblichen Trichter, das ist nicht der Nürnberger Trichter, wo das Wissen oben reingekippt wird, nein, das ist ein Stromtrichter. So, und wir haben auf der anderen Seite, ich war eigentlich auf ein Headset vorbereitet, weil deswegen bin ich ja Projektmanager, wir kriegen das auch so hin. Hat keiner gesehen. Hier drüben ist der Bedarf an Strom, ja, den man im klassischen Haushalt hat. Wir haben hier den Fernseher, den Kühlschrank, den Herd und so weiter und so fort. Und hier drüben das Stromnetz. Ich gehe jetzt mal die Bühne runter, weil sonst kriege ich, glaube ich, ein Problem hier. Stromnetz. Sehr zuverlässig. Wir probieren das Ganze mal. Was passiert? Hoppa. Guck mal, sogar ohne Kleckern. Funktioniert einwandfrei. Weil wir haben eins der zuverlässigsten Stromnetze in Deutschland. Nur Südkorea ist ein bisschen besser. Jetzt fragen Sie sich mal, warum? Weil wir als FNN den Workshops geben. Wir fahren dahin, die kommen zu uns und wir sagen, wie das Stromnetz funktioniert. Vielleicht sollten wir uns einfach mal, ja, danke. Ach, guck mal, gefunden. Vielleicht sollten wir einfach unsere Workshops mal selber anhören, Frau Kerber. Kleiner Tipp am Rande. Gut. Wir bleiben am Tag. Aber jetzt brauche ich einen Netzperten. Und zwar einen Experten, der sich mit dem Netz auskennt, ganz klar. Herr Wieser, Sie kümmern sich beim FNN sowieso auch um Flexibilität. Einen kurzen, frenetischen Applaus, wie ich heute schon mal erklärt habe. So, vielen Dank. Ich gebe Ihnen schon mal ein Handtuch, weil ich weiß, was passiert. Bitte nehmen Sie einmal kurz diesen Trichter. Wir haben nämlich
neben der ganz normalen haushaltsüblichen Last in diesem türkisfarbenen Gießkannen-Ding auch die Elektromobilität. Zusätzliche Last. Ne? Ja, ja, lieber behalten. So, ein bisschen tiefer gehen. Was passiert, wenn wir jetzt gleichzeitig Elektromobilität und die klassische haushaltsübliche Last hier reinkippen? Ein bisschen in die Richtung, dass wir hier kein Malheur haben. So. Ups. Ist übergelaufen. Kleine Schweinerei. Also kurz Applaus bitte. Wir sind noch nicht fertig. Ich denke mal, Sie können. Jetzt gebe ich Ihnen hier einen größeren Trichter, weil das wäre doch eine Lösung. Einfach machen wir größere Öffnungen rein, ohne Probleme. So, einmal bitte halten. Wieder da drüber. Vielen Dank. Wir probieren das Gleiche nochmal, gleichzeitig, selbes Szenario. Ja, okay, das war mein Fehler. So, und jetzt bitte noch einmal Applaus. Vielen Dank, Herr Wieser. Danke. Genau. Was war denn eigentlich die nächste Folie? Ach so. Wir sehen auf diesem Trichter, ist ein Eurozeichen drauf. Warum? Netzausbau ist durchaus gar nicht mal so günstig. Diesen Trichter alleine zu bekommen, muss ich im Online-Chemie-Fachhandel mit extra Expressversand dieses Ding bestellen. Im Baumarkt gibt's das nicht. So, genauso, es hat außerdem lange gedauert. Also war lange und es war teuer. So, und jetzt kann man das doch relativ einfach auch auf den Netzausbau übertragen. Erstens, wir müssen Genehmigungen bei Behörden einholen. Wir wissen, wie lange das dauert. Wir wissen auch, wenn wir Gehwegplatten aufnehmen, wenn wir buddeln mit dem Bagger und so weiter, da habe ich doch ein schönes Bild, das Ganze kostet unglaublich viel Geld. So, also da muss es doch eigentlich auch eine andere Möglichkeit geben, sowas kurzfristig irgendwie möglich zu machen. Und da würde ich einfach mal dafür plädieren, warum machen wir denn eigentlich dieses Gießkannenprinzip gleichzeitig? Wir machen jetzt wieder Szeneriewechsel, Nacht. Wir nehmen unser sehr stabiles Stromnetz und nehmen die Elektromobilität. Das ist der klassische Vorführeffekt. Funktioniert. Ist das nicht ein Wow-Moment? Nein. Vielen Dank. So, also ist doch relativ trivial, wir können das einfach in die Nacht verschieben. Jetzt sage ich einfach. Welche Lösung haben wir denn da? Vielen Dank. Wir können doch einfach einen Spezialwecker, nur für Immobilisten, den lassen wir produzieren, da freut sich die Wirtschaft. Der klingelt aber zwischen 23 Uhr nachts und 4 Uhr morgens, einfach zufällig. Den kriegt jeder E-Autofahrer. Das ist eine gute Idee, oder? Also für mich ist es nicht so beeindruckend, weil ich arbeite den ganzen Tag hart, ne, ganz klar, und muss dann noch aufstehen für mein E-Auto. Also das würde ich auf jeden Fall nicht akzeptieren und das ist auf jeden Fall nichts für mich. Nee, sorry. Dann sagen wir, was ist denn gut für einen Kunden? Wir bauen einfach eine Zeitschaltuhr ein. Jeder schaltet einfach 2 Uhr nachts ein, zack, ich kann durchschlafen, kein Problem, dann sagt der Netzbetreiber, das kannst du knicken, weil wenn ihr jetzt alle gleichzeitig ladet mit 4.400 Smartphones mal 100.000, ist eine Menge. Und das gleichzeitig sollten wir auch nicht machen. So, jetzt, wie kommen wir denn jetzt zum Ziel, dass alle glücklich sind? Ziel ist doch eigentlich irgendwie diese Ladevorgänge intelligent über den Zeitraum der Nacht, wo wir ihn nämlich nicht brauchen, das Elektrofahrzeug, einfach zu verteilen. Und das machen Experten und dann kommt sowas raus. Und ich muss Ihnen sagen, das ist stark vereinfacht. Da fehlt sogar unser Lieblingsprojekt, Smart Meter Gateway. Wow. Viele Pilotprojekte, die sagen schon, ja, funktioniert und so weiter. Wir diskutieren mit ganz vielen Experten. Und ich sage Ihnen, in 2 Jahren zum nächsten FNN-Kongress Netze, GridSlam 2021, da erkläre ich Ihnen, wie das funktioniert. Dann ist auch das Entwurfzeichen weg. Da gebe ich meinen Namen mit. Also, das ist risikoreich, ne? Naja, egal. Man muss Risiken eingehen. So, am Ende sind dann nämlich alle glücklich, das ist nämlich das Ziel und deswegen arbeite ich ja auch beim FNN, damit das nämlich funktioniert.
So, was mich zur letzten Folie bringt. Und was ist die Moral von der Geschichte? Nicht noch laden, wenn das Netz zusammenbricht. Warum, Grund, warum das nicht passiert? Weil FNN sich engagiert. Günstig fahren, nicht verzagen, einfach nachts an Lampen laden. Vielen Dank.